Was war denn jetzt eigentlich der Plan? Was wollte man machen? Warte mal, P. Entdecken Meilensteine. Wir müssen in ein anderes System warpen. Warpen. Da habe ich jetzt Rufe seltenes über das Mädchen. Schnellmenü X die Galaxiekarte auf. Im Weltraum kannst du dich über die Galaxiekarte in ein neues Sternensystem warpen. Ja, das sollte man mal machen, oder? Ja, wir sollten vor allem halt auch mal in die Basis zurück. Ja, dann lass mal jetzt ins. Oh Gott, was ist das für ein fettes Ding da oben? Guck das mal an. Was? Oha, Alter. Soll mal abchecken, was kostet das? Boah, das kostet bestimmt ein bisschen was. Ja, jetzt, also starten jetzt. Und in Weltraum fliegen, dann halten wir da kurz an. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Warpsprung, dass wir wieder in unser ursprüngliches System zurückwarpen. Oder? Ja. Also ich starte. Ja, versuch mal du jetzt zu mir zu warpen. Ja, ich sehe jetzt, wo du bist, bei anderer Pflanze. Ja, genau, da warpst du jetzt hin. Muss ich mit Zu links mir anwählen, oder quasi. was? Ja. Und dann Warp. Aber bei mir ist jetzt irgendwo eine Meldung, dass mein Lenksystem kaputt ist. Ich suche nach anderen Routen, suche läuft, suche läuft. Gefunden. Ziel in 16, 16, 16, 16, 1, 6, 16 KLS. Was? Kommen Sie jetzt bei dir auch? Warte mal. Fehlfunktion des Lenksystems. Kommt es bei dir auch? Ja. Ja, neue Führung annehmen, akzeptieren, dann klick dich mal durch. Wie folge ich jetzt dem automatischen Raumschiff-Lenksystem? Mal in die Richtung von dem roten Ding fliegen, oder? Welches rote Ding? Treibstoffquelle. Ja, das ist so dieses mit Mondzeichen da rechts oben. Da würde ich mal das einfach hinfliegen, oder? Treibstoffquelle. Ja. Also ich fliege jetzt einfach mal los, mal erstmal mit normaler Geschwindigkeit. Anomalieaufspürungsprotokolle werden bereitgestellt. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte eines seltsamen Anzugs aus dem Zypernspaß. Das Reisen ist es von Freund, ein Reisender ist ein Freund. Was hast du da angeklickt? Bei welchen? Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte. Ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisende? Ist das Freund? Freund habe ich Hä? gemacht. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Ja, ich habe Letzteres angewählt, aber die Frage ist halt, ob das gut war. Also ich habe die Warpzelle bekommen, aber vielleicht bekommst du ja, wenn du anders antwortest, mehr. Also soll ich erstmal ein Ersteres Ich anwählen? weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall eine bekommen. Ich meine, Warpzelle ist besser als keine. Ja gut, aber ich denke mal, hier kannst du wahrscheinlich nichts falsch machen. Ich mache Ersteres. Also dann wissen wir's. Ja. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Frage schon unzählige Male gestellt hat. Kam das bei dir auch? Ja. Er fragt noch einmal, hat es das purpurne Auge gesehen? Hat das purpurne Auge es gesehen? Was hat es Ich das hab purpurne? beides gemacht. Müsste ich jetzt theoretisch auch was anderes machen, oder? Weiß ich nicht. Ja, probier halt, ja, probier mal was anderes. Aber was ist besser? Es hat das Auge gesehen oder das Auge hat es gesehen? Keine Ahnung, Alter. Ja, kack mal aus Ich jetzt. mach das erste. Ist total freundlich, oder was?
Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Kam das bei dir auch? Ja. Alarm, Alarm, die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein, dein Universum wartet. Kam das auch? Ja. Oh, das sieht nicht so freundlich aus. Finde uns, Reisender. Warpzelle einmal. Ja, gut, habe ich auch bekommen. Finde den mysteriösen Überbringer der Nachricht. Begib dich in den Weltraum. Kann ich das auch bei dir? Keine Ahnung. Ich muss auch gleich meinen Giftschutz nochmal aufladen. Also, ich habe den jetzt hier. Hast du nochmal? Also, ich weiß es nicht, ob das noch an ist. Komm mal her, wo ich bin. Das ist aber, das Licht ist aus. Ja, für dich wahrscheinlich. Ich guck gleich nochmal. Dann können wir es ja feststellen. Wo bist du? Na, hier unten. Alter, totaler T-Rex oder was? Ich muss kurz meinen Giftschutz aufladen. Da ist, siehst du jetzt da hinten, da ist unsere Basis. Da müssen wir auf jeden Fall, da fahren wir dann hin jetzt. Ja. Alter, dieses T-Rex-Teil ist total krass. Okay, was habe ich jetzt? 33 Nanithaufen auf meinem Konto. Boah, okay. Das ist schon viel. Ach, das scheiße ich mal jetzt. Kann ich das auch füttern? Und dann ist es auf einmal weg, oder was? Verschwindet jetzt vor meinen Augen. Gag-Relikt habe ich gefunden.